Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video. Dieses Mal ja zum Thema College-Blöcke. Und ich habe meinen College-Block erstmal mit Pappe abgeklebt und dann mit Duct Tape beklebt. Dadurch ist einfach auch die Vorderseite super stabil und richtig gut geschützt. Und ich habe das Duct Tape auch immer so ein bisschen hier noch rumgeklebt an der Unterseite und auch an den Seiten und oben. Dadurch ist einfach der Block richtig gut geschützt und bleibt wirklich lange schön. Weil wenn man sonst Blöcke immer so in Taschen rumträgt, sind die Ecken und Kanten ja schnell abgestoßen und so ein bisschen ausgeleiert und kaputt. Und das wird einfach so verhindert. Also ein guter Schutz und sieht natürlich auch richtig schön aus. Ich habe es dann noch ein bisschen mit Washi-Tape dekoriert. Und innen habe ich noch gleichzeitig, weil ich ja hier geklebt habe, noch eine Aufbewahrung hineingeklebt. Da kann man zum Beispiel einfach mal eine Schere mitnehmen, wenn man die noch rumliegen hat und die einfach mit muss, ist einfach dann sicher verstaut. Und wenn man dann nur mit dem Block zum nächsten Unterricht geht oder so oder nur den Block dabei hat, dann kann man das Ganze auch als Aufbewahrung für Stifte oder für andere Papiere, die man einfach mitnehmen möchte, benutzen. Ja, und wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier als erstes natürlich meinen College-Block, dann habe ich hier ein Origami-Papier, das ist 15x15 cm groß und das habe ich einmal in der Mitte gefaltet. Dann habe ich hier braune, dünne Pappe, das ist das Innere oder ein Teil des Inneren einer Geschenkpapierrolle. Dann Duct-Tape, verschiedenes Washi-Tape, Klebe und meine Schere. Und als erstes zeichne ich mir einmal mit einem Stift die Vorderseite des College-Blocks auf meiner braunen Pappe nach. Und zwar in der Größe, dass die Löcher selbst frei bleiben. Dann schneide ich meine Vorlage aus und klebe sie einmal hier über das bunte Cover. Mein College-Block hat jetzt vorne auch eine einheitliche Farbe. Hier sieht man natürlich noch ein bisschen den pinken und weißen Rand durch, aber das finde ich ganz süß. Und vorne ist er jetzt einheitlich braun. Und als nächstes klebe ich jetzt die Aufbewahrung aus Origami-Papier innen ein. Die wird so positioniert, dass hier dann die Öffnung ist. Schön stabil dadurch, dass das Blatt ja doppelt liegt. Und ich gebe hier jetzt innen auf das Papier eine dünne Schicht Kleber an den Rand. Und klebe es erstmal ein. Stabilisiert wird es gleich noch weiter durch das Duct Tape. Einfach nur, um die Position zu haben, klebe ich es jetzt erstmal leicht fest. So funktioniert das Ganze dann, dass man hier dann verschiedenes Papier nach innen reinschieben kann. Hier ist dann die Öffnung. Aber erstmal muss das Ganze auch noch trocknen und ich lege es erstmal ein bisschen hin, damit der Kleber gut antrocknen kann. Dann starte ich mit dem Duct Tape und fange hier oben an, eine gerade Schicht nach unten runter zu kleben. Alles ganz gut glatt streichen, damit keine Luftblasen entstehen. Und hier oben habe ich extra einen kleinen Rand gelassen, den ich umschlagen kann. Der schützt dann hier auch die Kante. Hier unten schneide ich das Ganze ab und lasse auch dort einen kleinen Rand überstehen. Dann gehe ich wieder nach innen und schlage den kleinen Rand dann hier über das Origami-Papier drüber und fixiere es damit dann abschließend. Hier noch einmal die Außenseite und so setze ich es jetzt fort einmal komplett über den Block rüber. Bei mir ist es jetzt der Fall, dass es hier nicht gerade abschließt, deswegen nehme ich jetzt ein bisschen Klebeband. Das ist kein richtiges Washi-Tape, das ist so reflektierender Tesafilm, reflektierendes Klebeband einfach in Silber. Ist natürlich auch schon ein bisschen Deko dabei und ich klebe hier einen Streifen einmal von oben nach unten runter. Schaue dann, dass das Ganze gerade abschließt.
und fixiere hiermit dann auch die offene Seite der Aufbewahrung. Schlage ich dann hier einfach ein und klebe es fest und hier auch. So. Das ist der momentane Look, den das Ganze hat. Einmal die Vorderseite und jetzt fehlen natürlich noch die Washi-Tape-Dekorierung. Aber die Aufbewahrung ist hier schon fertig. Wie ein kleines Mäppchen kann man hier dann verschiedene Zettel oder andere Sachen einfach hineingeben und sie aufbewahren oder auch den ein oder anderen Stift, um ihn kurz einfach zuzuklappen und den Block einfach mitzunehmen. Einfach eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit. Und jetzt kommt natürlich noch die Deko. So sieht mein Blog dann fertig aus. Hier natürlich noch mit der Aufbewahrung innen. Und wenn euch die Idee gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Thema haben. So, dann will ich mal wieder ziehen. Habe ich hier denn erwischt? Haul unter 5 Euro zum Thema Blumen. Also schön. Wieder ein Haul. Und diesmal zum Thema Blumen. Ich finde das mit dem Holz auch immer total super, weil das eben auch so schöne kleine Geschenke sind für unter 5 Euro. Ne? Das ist ja manchmal so, man sucht so ein Geschenk so bis 5 Euro oder genau 5 Euro. Genau. Gefällt mir gut. Ja, mache ich auch sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auch aufs Thema und ich hoffe, euch haben auch unsere Videos in dieser Woche gefallen. Und wenn so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Schaut auch mal beim Video der jeweils anderen vorbei. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, bei uns im Kanal mal vorbeizuschauen. Da findet ihr noch ganz viele weitere Do-It-Yourself-Ideen und natürlich auch bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.